Ja, hallo nochmal. Wir sind jetzt beim letzten Vortrag hier im Slot zu WebGIS Frameworks. Der letzte Vortrag geht zu GeoMapFish. Wolfgang Kals und Julian Hafner stellen uns das jetzt vor. Die Neuerung, glaube ich, ne? Was gibt es für Neuerungen? Und dann könnt ihr loslegen. Ja, danke schön, danke für die Einführung. Ja, GeoMapFish, Neues aus dem Open Source WebGIS, und ich werde euch auch eine kleine Einführung geben, was ist GeoMapFish überhaupt. Zuerst aber, wer sind wir? Wir sind Wolfgang Kals, Projektleiter für Camp2Camp, und ich bin Julian Hafner, GIS Consultant. Camp2Camp ist ein IT-Unternehmen, das sich Open Source groß auf die Fahne geschrieben hat, und wir sind in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich aktiv. Zuerst kommt mein Teil über die Neuerungen, und dann wird Wolfgang euch auch noch etwas über den Betrieb in Kubernetes-Infrastrukturen erzählen. Zuerst der Einblick, was ist GeoMapFish? GeoMapFish ist ein Framework zur Entwicklung von flexiblen WebGIS-Applikationen. Und dazu soll es vielfältige Bedürfnisse von unterschiedlichen Akteuren erfüllen. Also es ist im Einsatz bei regionalen Verwaltungen, bei Gemeinden oder auch bei Planungsbüros oder auch NGOs. Und sehr wichtig im GeoMapFish, es ist getragen von einer Community. Die Community soll bestimmen, wie es weitergeht und was umgesetzt werden soll. Und es ist vollständig Open Source. Die Architektur, wir sehen hier zuoberst Open Layer, über das wir soeben auch einen sehr spannenden Vortrag gehört haben. Aber auch, wenn ihr hier auf dieses Bild schaut, ihr seht, über viele dieser Themen hatten wir schon jetzt in der FOSGIS eigentlich Vorträge. Also QGIS Server im Backend geht auch mit Map Server oder Geo Server. Das Frontend besteht aus Open Layer. Im Backend besteht hauptsächlich auch noch aus Python mit Pyramid Frameworks und einer PostGIS Datenbank. Für den produktiven Betrieb verwenden wir Docker und Kubernetes. Ich möchte es auch nochmal mit einer kleinen Demo versuchen. Wenn ihr selbst versuchen wollt, könnt ihr entweder mit dem Link hier drauf oder mit dem QR-Code, könnt ihr selber probieren und könnt mal mit der Demo rumspielen. Es gibt eine Demo einer Applikation. Jetzt mal darauf. Wenn ihr über den QR-Code mit eurem Handy da drauf geht, kommt ihr auf die mobile Version. Ich zeige euch aber jetzt die Desktop-Version, weil die hat noch ein paar Funktionen mehr. Ihr seht hier links gibt es einen Layer Tree. Hier rechts gibt es so verschiedene Services. Man kann sich einloggen, das heißt, man kann auch benutzerdefinierte Layer freigeben, also man kann auch gesicherte Layer hinterlegen, damit nur bestimmte Benutzer diese Layer sehen. Ich zeige euch jetzt auch mal eine Filterfunktion. Es gibt Filterfunktionen, also es gibt hier Gruppen. Ich mache mal eine Gruppe weg. Zuerst braucht mir einen Layer. Ich habe hier, sollte es Demodaten geben? Es lädt noch. Gibt es Demodaten von OpenStreetMap, wenn ich dann mal geladen habe? Jetzt viele Punkte. Das sind jetzt einfach mal Points of Interest von OpenStreetMap, überhaupt nicht gefiltert. Wenn ich jetzt aber Interesse zum Beispiel an den Sitzbänken habe, ich habe diesen Layer, kann ich hier auch nach Bench, nach Type Bench filtern und diesen Filter anwählen. Jetzt sehe ich nur noch die Benches. Ja, ist alles hier ein bisschen langsam. Und kann diese auch abfragen, also einzelne
einzelne Features abfragen. Es gibt weitere Services, wie zum Beispiel ein Höhenprofil, das gezeichnet werden kann und berechnet werden kann. Wenn es zu lang geht, gehe ich sonst einfach weiter. Ja, zum Beispiel hier Höhenprofil. Sehr wichtig auch, man kann Layers aus externen Ressourcen importieren. Also wenn Layer, die nicht schon direkt eingebunden sind in den Layer Tree, kann man auch hier aus Online-Ressourcen, aus WMS-Diensten zum Beispiel, kann man Layer einbinden. Oder man kann auch lokale Dateien einbinden. So. Ja, genau. Wichtig auch, es gibt ein konfigurierbares Interface, also das Frontend kann auch angepasst werden. Wir sehen hier ein Beispiel von Kanton Neuchâtel in der Schweiz. Das sieht ein bisschen anders aus jetzt an der Demo. Es gibt andere Services hier auch. Wir sehen hier ein LiDAR-Profil, also ein Profil nicht anhand eines Höhenmodells, sondern anhand einer LiDAR-Wolke mit schon einer Klassifizierung dahinter. Es gibt auch andere Interfaces, die angepasst wurden, oder wenn ihr mit dem QR-Code auf die Demo gekommen seid, habt ihr die mobile Version gesehen, also das mobile Interface. Das sind einfach verschiedene Interfaces, aber die Funktionalitäten können auf all diesen Interfaces dann auch angepasst werden. Jetzt, was ist neu? Die neueste Version, das neueste Longtime-Release ist die Version 2.7. Ein großer Punkt momentan ist die Ablösung von AngularJS, da im Frontend hauptsächlich noch AngularJS verwendet wird, und das ist natürlich ein großer Schritt jetzt da von AngularJS wegzukommen, und da wurde der Weg gewählt, schrittweise Web Components einzuführen, damit diese Ablösung dann einfacher werden soll. Und Web Components wurden jetzt erstmal eingeführt. Es gibt neue Inline-Dokumentation im Administrationsteil. Neu ist auch WFS 3 im QGIS-Server unterstützt, also man kann mit QGIS-Server kann man Daten einbinden und stylen. Und es gibt auch eine erste Implementierung von Vektorkacheln, also Vektortiles. Die ganz neue Version, nicht Long-Term-Release, ist 2.8. Da gibt es noch ein paar Neuerungen mehr, wie zum Beispiel in der mobilen Version, wenn man einen gesicherten Layer öffnen will, kommt automatisch das Anwendepanel. Also das funktioniert in der Desktop-Version schon in älteren Versionen, aber in der mobilen Version funktioniert es jetzt auch in der neuen Version. Die User-Variable kann im Print, also es gibt den Mapfish Print. Das ist ein externer Service. Da kann auch der angemeldete User als Variable weitergegeben werden. Und außerdem wurde auch die Suche verbessert. Das ist vor allem wichtig, wenn man zwei gleichnamige Layers hat. Und wenn ein User deaktiviert wird, also wenn er keinen Zugriff mehr haben soll, wird er auch neu automatisch abgemeldet, also er kann nicht mehr angemeldet bleiben. Ja, und auch sehr wichtig für sehr große Geoportale, also es gibt Kantone, die haben Geoportale mit über 4000 Layern drin und über 100 verschiedenen OGC-Servers, die abgerufen werden, und da gibt es neue starke Verbesserungen im Cache-Reloading, weil das ging zum Teil recht lang in den alten Versionen, wenn so viele Layer geladen werden sollen. Noch ein bisschen ein Blick in die Zukunft. 2.9 hat noch kein Release-Date. Was schon geplant ist, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung mit Duo und auch Geotiff, Cloud Optimized Geotiff Layers sollen unterstützt werden.
Ja. Das war's von mir. Ja. Danke, Julian. Bitte. Ja. Perfekt in der Zeit. Danke. Gut, jetzt nach der Einführung von GeoMapFish und dem Bericht, was es für Neuerungen gab seit letzten Präsentationen an FOSGIS, ich glaube 21 war es oder 22, haben wir gedacht, dass es noch interessant sein könnte, wenn wir von unseren Haupterkenntnissen jetzt aus dem Betrieb in Kubernetes Cloud-Infrastrukturen berichten. Das sind jetzt Erkenntnisse aus dem Betrieb mit WebGIS auf Basis GeoMapFish. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich auch relevant für den Betrieb von WebGIS allgemein. Hängt natürlich ein bisschen von der IT-Architektur ab, vom WebGIS, der betrieben wird. Kubernetes, falls nur ganz kurz als Einleitung, falls das noch kein Thema ist. Für euch habe ich hier kurz auf Deutsch übersetzt die Definition von Kubernetes, also vom Ziel von Kubernetes. Es geht darum, Deployments zu automatisieren. Es geht darum, skalieren zu können oder besser skalieren zu können und um Applikationen zu besser verwalten zu können, aber nur dockerisierte Applikationen. Also das ist Pflicht. Die Erkenntnisse aus den letzten Jahren, die wir hatten, mal grob in drei Gruppen. Auf die zweite und dritte gehe ich nachher noch etwas detaillierter ein. Erstmal zum Thema Automatisierung von Deployments. Man verspricht sich bei den Deployments mit Kubernetes auch, dass die Downtime, Ausfallzeit, dass die Ausfallzeit kürzer ist als in anderen Ansätzen. Im Vergleich zum Beispiel, wenn Sie bei anderen dockerisierten Applikationen, wenn Sie sie mit Docker Compose starten oder natürlich, wenn Sie das auf klassischem oder altmodischem Weg einfach den Server starten, im Vergleich zu solchen Setups. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich, wenn man nur kleine Änderungen macht, gibt es gar keine Ausfallzeit in so einem Setup oder nur ganz kurz. Das ist wirklich sehr angenehm, weil man kann Konfigurationen, also insofern sie Teil vom Deployment sind, Konfigurationen vom WebGIS oder auch kleinere Software-Updates, kann man durchführen auf Produktion ohne jegliche Ausfallzeit. Also das ist schon super. Wenn es größere Änderungen gibt, zaubern kann man nicht, also wenn es vielleicht noch Datenbankschema-Änderungen gibt und bestimmter Zustand von der Software ist dann nicht kompatibel mit dem älteren Datenbankschema, gibt es natürlich Ausfallzeiten, aber in unserer Erfahrung sind die auch hier geringer als in anderen Setups. Also im Kubernetes-Setup hat man geringere Ausfallzeiten, weil sie dann nach und nach die einzelnen Instanzen sich schon neu starten. Also die heißen Pods in der Kubernetes-Welt. Also, ja. Der zweite große Punkt ist, dass, aber da blätter ich gerade weiter. Jetzt habe ich eine Folie, wo ich weiß, dass etwas zu viel Text, das tut mir leid, aber das Ziel ist, dass ihr das vielleicht im Nachgang noch einfach als Referenz habt, wenn nicht alles klar war, oder? Dass ihr das dann noch in Ruhe nachschlagen könnt. Das zweite große Thema für uns ist, dass es gibt so bestimmte Dienste. Also sagen wir mal, Sie betreiben mehrere WebGIS, also jetzt IT-Dienstleister, so wie wir, aber vielleicht auch sonst in größeren Infrastrukturen, größeren Verwaltungen kann es ja durchaus mehrere WebGIS für verschiedene Anwendungszwecke geben, in der Verwaltung oder in Privatbetrieben natürlich. Und da sehen wir, dass es nützlich ist, ein Printdienst, also mit Printdienst ist gemeint das, was halt ein PDF oder ein PNG zum Beispiel erzeugt mit Karteninhalt, dass man das als gemeinsamen Dienst anbietet, also unabhängig von den WebGIS-Portalen selber, sondern noch einen separaten Dienst als Print.
Und da ist die Motivation dafür, ist, dass also Print wird ja nicht so häufig aufgerufen, aber es ist relativ ressourcenintensiv, wenn Sie zum Beispiel auch ein A0-Format anbieten wollen. Das braucht dann sehr viel Infrastrukturkapazität und dementsprechend müssen Sie auch sehr viel Speicher für den Printdienst zur Verfügung stellen. Und wenn jetzt so jedes WebGIS dann so seinen eigenen Printdienst hat mit sehr viel Speicher, kostet das einerseits mehr, weil sie mehr Infrastruktur beanspruchen, und es ist aber auch schade, weil eigentlich dieser große Speicher sehr selten in dem Umfang gebraucht wird. Deswegen haben wir dann Printdienst allgemein in der Infrastruktur angeboten und jedes WebGIS kann den aufrufen. Und die Erfahrung zeigt, dass es nie vorkommt, dass Benutzer über verschiedenen WebGIS zeitgleich sehr ressourcenlastige Printaufträge absetzen. Das passiert nur punktuell. Das Gleiche gilt für das Thema Kachelgenerierung. Also wenn jetzt jemand eine neue Basemap hat, dann und daraus ganz viele Kacheln generieren möchte, also fürs WMTS, ist es eigentlich die gleiche Logik. Also das ist sehr relativ ressourcenintensiv. In dem Fall ist nicht der Arbeitsspeicher das Problem, sondern mehr CPU. Und der Zugriff halt aufs Dateisystem, wobei, da komme ich später noch dazu, dass dann plötzlich Millionen kleine Objekte oder Dateien geschrieben werden sollen. Aber auch das ist ja nicht etwas, was jederzeit passiert und schon gar nicht über mehrere WebGIS, die Sie in Ihrer Infrastruktur haben, zeitgleich. Auch da bietet es sich an, das als einen Dienst anzubieten. Beim Cache kann man das auch so sehen, also dass man große Caches anbieten kann, aber das überspringe ich jetzt aus Zeitgründen. Wir haben dort die Erfahrung gemacht, dass sie einerseits die Infrastruktur besser nutzen, also kosteneffizienter nutzen, und auch, dass sie weniger Administrationsaufwand haben, weil sie bestimmte Dienste wie Print oder Tile Generation nur einmal verwalten. Entsprechend auch mit neuen Versionen und so weiter. Das funktioniert aber nur, wenn alle ihre Geoportale oder ihre WebGIS oder sonstige Dienste, die sie haben, die diese Print nutzen möchten, auch entsprechend nachgezogen werden bei größeren Versions. Also wenn Sie jetzt einen Kacheldienst haben, der eine ganz neue Version hat und der anders angesprochen werden muss, dann muss natürlich der Rest von Ihrer Software nachziehen, damit das weiter verwendet werden kann. Notfalls kann jeder einzelne WebGIS immer noch seinen eigenen Kachel-Generierungsdienst betreiben, wenn Sie noch nicht aktualisieren möchten, aber dann haben Sie die Vorteile natürlich nicht mehr bezüglich Administrationsaufwand. Gut. Genau. Das habe ich alles Wichtige gesagt. Einen wichtigen Punkt noch ist so, mit welchen Kubernetes-Clustern kann oder sollte man arbeiten? Also da gibt es aus meiner Sicht keine Schwarz- und Weiß-Antwort. Wir haben jetzt in den letzten Jahren Erfahrung gesammelt mit zweien, also mit Microsoft Azure. Also Azure implementiert Kubernetes, aber das ist dann halt in ihren Rechenzentren läuft das. Und dementsprechend bietet Microsoft auch Dienste an, also gemäß Kubernetes Standard, aber sie können zum Beispiel PostgreSQL einfach as a Service benutzen, schon in der Azure-Infrastruktur. Und ich muss sagen, das klappt wirklich hervorragend. Also ich kann überhaupt nichts Negatives darüber berichten. Sie haben weniger Administrationsaufwand, die ganze IT-Umgebung wird schneller aufgesetzt. Sie haben weniger Wartungsaufwände, weil das übernimmt dann halt Azure, also der Betreiber für Sie. Was dann vielleicht ein Thema ist, das hatten wir am Mittwoch, glaube ich, das Thema nicht Digital Sovereignty, aber wie hieß das nochmal? Also das war ein Thema am Freitag, oder? Also das ja, aber wenn das jetzt halt beim Cloud-Provider anbietet,
wissen Sie schlussendlich nicht genau, was er mit Ihren Daten macht. Wir nutzen trotzdem Azure, weil wir haben einfach die Anforderung, dass also für unsere Kunden in der Schweiz müssen die Daten in der Schweiz gehalten werden und Azure hat ein Rechenzentrum in Zürich und unterschreibt, dass die Daten dort sind und dass sie sich ans Datenschutzgesetz der Schweiz, das ist quasi das gleiche wie in der EU, halten. Verifizieren können wir es nicht. Also das vielleicht zum Thema Sovereignty. Ja. Der andere Ansatz ist, dass, also es gibt viele verschiedene Ansätze, aber die zwei, mit denen wir Erfahrung haben, der andere Ansatz ist, dass sie so etwas wie OpenShift selber installieren. Also OpenShift ist eine Implementierung von Kubernetes, das ist jetzt nicht ein Cloud-Infrastruktur-Provider. Ja, also das funktioniert auch, aber damit das gut funktioniert, ist hier wirklich die Qualität des Infrastrukturanbieters entscheidend. Also wenn Sie dort nur kleine Netzwerkunterbrüche haben, auch so im Millisekundenbereich bei Ihrem Infrastrukturanbieter, dann ist das nicht gut. Dann passieren sehr unangenehme Dinge und dann verhält sich das ganze Cluster nicht so schön. Also im Moment sind wir tatsächlich daran, also wir hatten einen Infrastrukturprovider in der Schweiz, aber von dem in Frankreich habe ich auch schon Ähnliches gehört. Sie sind grundsätzlich gute Infrastrukturanbieter, aber es verträgt wirklich nicht viel an auch ganz kleinen Ausfällen in der Netzwerkkommunikation und schon haben sie Probleme. Und fairerweise muss ich sagen, dass wir solche Probleme in der Azure-Infrastruktur noch nicht festgestellt haben. Ja. Also ich möchte keine Werbung für Microsoft machen, aber ich muss einfach sagen, dass sie wirklich sehr gut sind. Okay, ich glaube mit der Zeit, Zeit wäre schon vorbei, dann nur ein letzter Satz. Benutzen Sie eher Object Storage statt Volumes, also gerade für Sachen wie Kacheln, ja, aber auch generell, also man tendiert vielleicht dazu, Volumes zu benutzen, weil man das mehr aus der klassischen Welt kennt. Das geht im Kubernetes, aber das ist nicht so gut. Schauen Sie, dass Sie möglichst auf Object Storage umstellen. Gut, das war meine letzter Punkt. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es gibt auch ein paar Fragen im Venue-List. Genau, die erste Frage wäre, wie sieht es mit Abgrenzung von GeoMapFish zum Beispiel, hier, wir haben einmal ListMap haben wir aufgeführt, zum zweiten haben wir das Masterportal aufgeführt. Könnt ihr dazu was sagen? Hast du die Masterportal-Vorträge? Ja, ich weiß, es gab auch viele spannende Vorträge zum Masterportal, aber ich war da eben gerade im anderen Raum. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne jetzt die Funktionalitäten nicht so gut. Mein Eindruck, ohne es näher zu kennen, ist, dass die Funktionalitäten vergleichbar sind. Es ist einfach ein weiterer Ansatz und ja, nach dem Motto Konkurrenz belebt das Geschäft. Also ja, manchmal gibt es auch Zusammenarbeiten, zum Beispiel für Masterportal nutzt auch MapFish Print, also den gleichen Printdienst, den ich vorhin erwähnt habe. Und manchmal legen wir auch unsere Bedürfnisse zum Beispiel zum Print zusammen, jetzt in dem Fall für 3D-Unterstützung. Also, dass einfach 3D-Sachen vernünftig im PDF gedruckt werden. Da haben wir jetzt unsere Ressourcen zusammengetan zwischen der GeoMapFish-Community und der Masterportal-Community. Also manchmal gibt es Zusammenarbeiten und manchmal sind es einfach konkurrierende Ansätze, die, denke ich, ja, wie gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft, ja, auch im Open-Source-Bereich. Ja, super, okay. Die nächste Frage wäre, wie kommt der Name GeoMapFish zusammen und hängt das irgendwie mit dem Print-Tool MapFish zusammen? Ja, es kommt, also ursprünglich war das die MapFish-Community in der OSGeo und von dort gibt es weiterhin MapFish Print aus dieser Community. Es gibt das MapFish-Protokoll, das ist die Art, wie Sie die API von dem WebGIS ansprechen können. Also es geht über, es hat den User Interface, aber Sie können es auch via REST API ansprechen. Das ist das MapFish-Protokoll.
Und GeoMapFish ist halt eine neue Entwicklung vom User Interface für diese MapFish-Welt. Und da wurde halt ein neuer Name gewählt. Ja, es ist so wie ein Kind aus der MapFish-Community. Ja. Okay. Dann ist die Frage noch, ob GeoMapFish in verschiedene Microservices aufgeteilt ist und ob es Beispiele gibt zum Einsatz mit Docker. Ja. Willst du sonst noch was sagen? Oder? Ja. Kann ich schon? Okay. Also aktuell ist die Microservice-Unterteilung, haben wir zum Teil ein bisschen gesehen, dadurch, dass die also der Print ist ein separater Service. Also ist immer die Frage, was bezeichnet man als Microservice und was ist halt schon ein großer Service. Aber hier ist es grundsätzlich, der Print ist ein separater Service, die Cache-Verwaltung ist ein separater Service, auch die Kachel-Auslieferung oder Generierung ist ein separater Service, also im Sinne von Docker-Services. Das Administrationsinterface ist ein separater Service. Ist kein separater Service, aber das, denke ich, wäre eigentlich sinnvoll, dass wir das noch aufteilen. Das sind so Beispiele für aktuelle Aufteilung. So der ganze Backend, also WMS, WFS, sind nicht aufgeteilt im Moment. Also nicht so wie im GeoServer-Cloud-Ansatz. Ja. Wäre auch noch denkbar, dass wir es in Zukunft noch weiter aufteilen. Okay. Ja. Und dann gibt es, wo war es? Genau, hier die Frage, lohnt sich der Mehraufwand unter Verwendung von OpenShift, um einfach unabhängiger zu werden? Was ist da Ihre Meinung? Das war die damalige Annahme, als OpenShift gewählt wurde von unserem Infrastrukturteam. Und und sie haben jetzt beschlossen vor 2 Jahren, dass wir alles nach Azure migrieren sollen. Deswegen ist die Frage, lohnen, ich denke, aufwandmäßig oder finanziell, ist mein Eindruck, nein, das lohnt sich nicht. Das Thema wäre halt eher, wenn man den großen Cloud-Anbietern nicht vertraut, also das Thema Digital Sovereignty, das wäre aus meiner Sicht aktuell der einzige echte Grund, um eine eigene OpenShift aufzubauen. Ja. Okay, gut. Hier gibt es keine weiteren Fragen mehr. Gibt es aus dem Publikum noch Fragen zum Vortrag? Ja, ansonsten entlasse ich Sie die Pause. Wir haben nach der Pause, nach dem Mittag natürlich noch den schönen Abschluss der Vosges-Konferenz, leider schon wieder. Ich bin gespannt auf die Jeopardy-Teams, die sich dort aufstellen nachher nochmal. Wird sicher noch ein heiterer Nachmittag werden. Freue mich, euch nachher noch wieder zu sehen nach der Mittagspause.